Dann machen wir noch die Minen, Mann. 30.000. Sehr interessant. Denken wir uns was aus, wie wir den Adrian besiegen. Da wären Sie, was denn? Okay, ich bin der Mann im Bienenkostüm. Ich bin der Mann im Bienenkostüm. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ist scheinbar auch blind, aber gut. Ich wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Als erstes. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es eine Katze wäre? Eine Katze, eine Rotkatze ist es. Rot. Rot. So, so. Der Fall ist klar. Ihr Vater war ein Imker. Eines Tages hat er sie in einem Bienenstock vergessen. Das haben sie ihm nie verziehen. Seither zeigen sie ihm ihren Protest, indem sie ein Bienenkostüm tragen. Das war sie sein Gehalt. Sie können gehen. Boah, ich haben bin wir was gelernt. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Okay, die Notiz hier jetzt löschen. Gut. Das Formular brauchen wir prinzipiell auch nicht mehr. Aha. Ah, heute gibt's Wünsch dir was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Mhm. Speiseplan. Heute ist Wünsch dir was Tag. Und hier aber noch ist der Plan ist noch näher. Okay, den müssen wir später. Gibt's dann später noch ein horrendes Rätsel. So, dann hier mal rüber. Und zwar mit dir hier. Das sieht gefährlich aus. Egal. Aha. Er meint, es ist immer noch in der Wäsche. Da kommt der nächste Ausgang. So, da sind wir wieder hier. So, nächster Plan, die Schaufel zu bekommen. Und die Medaille abzustauben. Versuchen wir das als erstes Mal. So, so. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Wie ich es vorhergesagt habe. In dem was wissen. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Gabe zurückkommen, das ist. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als erster. Was? Das ist falsch, als zweiter. Ha! Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen, bissigen. Und das ist auch falsch. Halt, nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Ja, und ich hab schon eine Diagnose für dich. Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Der Hund. Zum Glück habe ich die noch nicht gelöscht. Der Hund war grün. Grün. Ha! Weit gefehlt! Aha. Adrian hat eine rote Katze, vielleicht ist der Hund dann rot. Als wie viel? Als ha! Und was für ein Haustier hattest du? Einen Halt, nein. Welch? Naja. Dann! Rote Katze hatte er. Rot. Wow. Du hast recht. Das ist von der Katze. Ich fühle mich plötzlich so. So verstanden. Oha. Und alles ist plötzlich viel klarer. Ja.
Ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Ja. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Ich sollte es wohl lieber ruhig angehen lassen. Nicht alles muss meiner Kontrolle unterliegen. Du bist geheilt. Genau. Hey. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Ja, Gott, so viel dazu. Oder Kopf. Tatsächlich. Kopf. Jetzt ich. So. Was ist das? Das kann nicht sein. Es ist Kopf. Was hat das zu bedeuten? Du bist geheilt. Ja. Genau. Zuallererst bedeutet es wohl... Gab es früher. Edna ist the King. Edna ist the King. King, 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 King. Gib mir die Medaille, du Kanaille. Dein Thron gehört jetzt mir. Wow. Die Medaille ist tatsächlich aus echtem Gold. Sehr schön. Und schon freigeschaltet, Königin des Aufenthaltsraums. Yay. Droggelbecher. Was sagst du? Gram gebeugt? Tja, da lasse ich ihn wohl lieber noch einen Augenblick in seinem Elend allein, bevor ich auch noch meinen rechtmäßigen Thron einfordere. Droggelbecher. Was sagt Gram? Tja, bevor... Wir müssen hier bei Droggelbecher noch was ausprobieren. Das zeige ich ihm lieber nicht. Ich möchte nicht, dass er schlecht von mir denkt. Okay. Probier alles nochmal mit ihm aus. Aber er hat nur schon. Ich könnte. Gibst du mir. Droggelbecher? Na gut, aber ich komm. Das klappt so nicht. Bevor. Droggelbecher. Was sagst Gram? Tja, bevor ich. Ich habe eine Tube. Droggel. Oh, das leuchtet als so eine. Okay. Ich habe ein Geschenk für dich. Eine Tube Ketchup. Droggelbecher. Oh, so ein. Ich habe ein Geschenk. Es ist ein Topf. Droggelbecher. Der steht dir nicht. Wie meinst du? Droggelbecher. Aha. Seltsam. Gab es auf jeden Fall eine Sache. Ich könnte ihm nie etwas. Gebe ich noch was? Gebe ich noch was? Ich habe ein Geschenk. Eine Gabel. Droggelbecher. Nein. Droggelbecher. Ich weiß. Ich habe einen Topflappen. Droggelbecher? Schade. Das hätte ich mir ja denken. Ja? Hallo? Für dich. Droggelbecher? Droggelbecher? Und? Droggelbecher. Ja, die finde ich auch lästig. Ich habe ein Geschenk für dich. Eine Zickzackschere. Droggelbecher? Ach so, verstehe. Das hätte ich mir ja denken können, dass ihn das nicht beeindruckt. Möchte der Herr was bestellen? Droggelbecher. Nicht im Dienst, verstehe. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist ein nützlicher Knickstrohhalm. Droggelbecher. Rudeltiere? Droggelbecher. Backbord, natürlich. Droggelbecher. Ach so, schade. Das hätte ich mir ja denken können, dass ihn das... Okay, das wird man dem nicht geben. Ich bin akkreditiert. Ich habe ein Ticket. Droggelbecher. Nur für den Wäschelift? Droggelbecher. Ach, Menno. Wie kann ich ihn nur überzeugen, dass er mich... Dies ist ein Wasserbecher, kein Droggelbecher. Der sagte nichts. Weißt du, zu welcher Tür dieser Schlüssel gehört? Droggelbecher? Glaubst du? So funktioniert um seine Hand. Im Namen von Dr. Marcel... Lass mich hindurch. Droggelbecher! Irre ich mich oder hat er gezögert? Vielleicht lässt er sich von höheren Autoritäten beeindrucken. Droggelbecher braucht keine Therapie.
Er ist, wie er ist. Das stimmt wohl. Jetzt bin ich deine Königin. Drogelbecher. Aber... Drogelbecher. Nicht mal... Drogelbecher. Ich sehe schon. Was für eine treue Seele. Es gab... Ich meine mich daran zu erinnern, dass es in einem... Vielleicht haben wir die Sache schon verloren. Ich meine sogar, das war der Becher mit dem Ohrenschmalz von dem Bienenmann, dem wir das von dem gegeben haben. Da gab es eine Kombination, wo Drogelbecher einen ganzen Satz rausgehauen hat. Das versuche ich halt jetzt wieder zu bekommen irgendwie. Können wir nochmal einen Drogelbecher voll kriegen? Also einen Becher voll oder Ohrenschmalz. Haben sie das geändert. Möchtest du diesen siffigen Becher vollschmalzen? Ich könnte, aber ich will nicht. Oh. Kann man das Kaffee holen? Gute Idee! Huch, das war wohl der falsche... Nein. Ich brauche eine... Okay, die Münze ist weg. Und hier mal eine neue Kindheitsraum. Lea. Keine Münze mehr. Lea. Auch nicht, wenn wir einen Hörer pflegen. Da fehlt was anderes. Ach, schade. So, wir haben jetzt die Goldmedaille. Und nun? Ich könnte die theoretisch schon mal im Ofen einschmelzen. Ah, Sekunde, wir müssen vorher noch... Wir brauchen den Schaufel nochmal für den da unten. Ich habe eine Idee. Können wir vielleicht HW2? Ja, ich glaube, die Handschrift vom Barmann könnte ich lernen. Juhu. Immerhin ist er offensichtlich Legastheniker. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3x. Aha. Ah, da haben wir die Unterschrift vom Barmann, die schon und zu hier aufgetaucht ist. Was soll ich schreiben? X. Okay. So, ich hätte gerne einen Stinktrink. Warte. So, hier. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Einen XXX, bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Tatsächlich, was ist bloß in mich gefahren? Dafür habe ich doch die Zutaten gar nicht. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch her? Entschuldige mich, ich muss in den Keller, um meine Flinte zu holen. Ah ja, da hat sich jemand ein paar Laufanimationen gespart. Lieber nicht. Ich mag mein... Löffel. Nice. So was weg, wo er weg ist, können wir das machen. Nice. Jetzt haben wir den Löffel. Und ein Funkzeichen. So, jetzt werden wir mal. Schaufel. Nicht mal Löffel haben sie hingeschrieben. Da kommt der nächste Ausgang. Da müssen wir noch hier mit der Unterschrift als Vollkatzin. Oh ja, hier müssen wir auch noch mit. Das ist zu viel. Dr. Marcells Unterschrift.
Im Aufenthaltsraum müssen wir das auch noch machen. Der Wäschelift. Okay, gucken wir mal. Hier noch was zum Vollkritzeln? Nein, ich möchte. Nein, absolut nicht. Okay, da läuft nicht rein. Hier. Gleich haben wir die Unterschrift von Barmann. Was? Ist auf einmal wieder weiß. Nein, ich weiß, und das ist auf einmal wieder. Ich bin verwirrt. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber. Ich glaube, hier gibt es nichts zu kritzeln. Das Laken ist ja weg. Na dann, haben wir den Bereich voll gekritzelt. Und los geht's. Aufenthaltsraum kommen wir gleich nochmal zurück. Oder wir machen es jetzt gleich. Da kommt der nächste Ausgang. Wir fahren hier gleich mal vorbei. In den nächsten Ausgang. Da kommt der nächste Ausgang. So, hier müssen wir mal. Der Wäscheliftbereich ist. Der Wäscheliftbereich. Alles voll kürzen. Da gibt es dann ein Achievement für. Aufgespuckt. Nein, tatsächlich noch nicht. Keine Chance. Das haben wir glaube ich schon gemacht. Sieht so aus. Hurra. Sieh mal, Harvey. Schnell fertig. Okay, das bringt nix. Der Barmann ist jetzt weg. Sie müssen wir noch. Können wir jetzt noch. Tatsache. Nein, danke. Nicht gerade ein Laut. Und das haben wir schon gemacht. Das Sofa. Haben wir doch schon bespuckt. Ich habe eine Idee. Wie soll du meinst? Guten Tag.
Da. Hurra. Noch. Schön alles verhunzen. Hier auch. Das passt hier nicht drauf. Nein, danke. Okay. Dann halt nicht. Die kommt, wie soll. Ah, das können wir. Juhu. Hätten wir die Etage jetzt auch. Oder haben wir hier noch was? Nee, sieht nicht so aus. Dann das Bettlaken noch im Keller und dann haben wir eigentlich schon fast. Da kommt der nächste Ausgang. Was wir eigentlich schon haben. Und los geht's. In der Zelle können wir ja nichts beschmieren. Das ist also schon, aber vielleicht können wir da mit der Barmer-Unterschrift noch was machen. Und Dr. Marcel da kommt der nächste Ausgang. Verschreiben. Yay. Okay, das war's noch nicht. Ich bin Wand. Und hier unten. Das würde auch. Gehen wir mal hier hin. Jetzt können wir auf jeden Fall mal. Okay. Das schon mal machen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal dran denken. Bevor wir den Schlüssel hier mit rausgehen, nochmal hier ordentlich zu gucken. Wir ja auch alles benutzen. Hier schon mal eine Medaille. Hurra. Das sollte klappen. Mit Satzen heißen Kopf im Winter. Dampfender Topf. So, ich habe auf jeden Fall eine Schaufel für dich. Hallo? Bist du noch da unten? Hola! Was gibt es? Ich habe endlich einen Löffel für dich gefunden. Das soll ein Löffel sein? Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Ah,
Was soll's? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Das danke für deine Mühe. Wenn das nicht hilft, weiß ich auch nicht. Oh, Erdhaufen. Sehr schön. Das können wir gebrauchen. So, wie war das noch gleich?